Academia Superior Gesellschaft für Zukunftsforschung hat in den vergangenen 1,5 Jahren einen wirtschaftspolitischen Schwerpunkt gesetzt, um konkrete Empfehlungen und Anregungen an die Politik zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Oberösterreich zu erarbeiten. Eine der wesentlichen Säulen ist die Frage der Humanressourcen, also wie schaffen wir es, das Wissen der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zu heben. Das ist aus meiner Sicht der entscheidende kritische Faktor im Wettbewerb. Wir haben Weltmarktführer in unserem Firmenportfolio. Wir haben aber, was das Image anlangt, immer noch ein bisschen diese Stellung zwischen Mozartkugel und Stephansdom. Und hier gilt es, ein eigenes Branding aufzubauen. Dort, wo Oberösterreich drin ist, muss auch Oberösterreich draufstehen. Also das Branding Up Austria ist zu einer internationalen Marke zu machen. Maßgebliche Akteure der Wirtschaftspolitik in Oberösterreich und mehr als 300 regionale, nationale und internationale Expertinnen und Experten wurden in den Erstellungsprozess eingebunden. Es geht um eine Vision, wo will man stehen? Und wenn die Politik hier sagt, wir nehmen uns einzelne Punkte heraus und versuchen, die umzusetzen, die in unseren Möglichkeiten stehen, dann bringt uns das schon gewaltig weiter. Also bei Academia Superior, das ist, wie gesagt, ein Zukunftsprozess, der auch darauf aufbaut, dass die Leute daran mitarbeiten und darin auch involviert sind. Das heißt, es ist eine Einladung an alle, sich auch aktiv in den Prozess einzubringen und mit ihren Ideen und mit ihren Möglichkeiten auch an der Umsetzung dieser Reformagenda zu arbeiten. In 19 Veranstaltungen wurde auch die Bevölkerung involviert. Insgesamt wurden mehr als 3000 Besucher gezählt. Die Ergebnisse sind im Reformagenda-Papier Wissen, Wirtschaft, Wachstum, eine wirtschaftspolitische Reformagenda für Oberösterreich, festgeschrieben und werden nun als Handlungsanregungen an die Politik übermittelt. Es ist ein Pool von unheimlich vielen guten Ideen zur Entwicklung und Weiterentwicklung unseres Landes. Da müssen wir herausschöpfen, was drinnen ist. Und ich werde dafür sorgen, dass sich die Politik mit diesen Ideen auch konkret auseinandersetzt. Ich denke, wir alle haben ein Ziel in der Politik. Oberösterreich muss auch in 5, in 10, in 15 Jahren das Bundesland Nummer 1 in der Republik sein. Und da dürfen wir nicht nur den Status quo verwalten, sondern müssen wir rechtzeitig überlegen, wohin die Reise geht und dann auch die richtigen Antworten auf neue Fragen geben. Und da können uns diese 76 Seiten der Reformagenda sehr viel helfen. Oberösterreich zeigt sich im nationalen und internationalen Vergleich als dynamische und erfolgreiche Wirtschaftsregion, muss sich aber konsequent in einem zunehmenden globalen Wettbewerb von Wirtschaftsstandorten behaupten. Oberösterreich hat in vielen Bereichen die Nummer 1 Position beim Wirtschaftswachstum, bei den Exporten, bei den Neugründungen im Verhältnis zu den Gesamtbetrieben, bei der Lehrlingsausbildung und, und. Und daher müssen wir schauen, diese Stärkepositionen weiterzuentwickeln, zu schauen, wo sind denn unsere Stärkefelder und wo können wir international unsere Wettbewerbsfähigkeit ausbauen. Wir wissen, das große Wachstum wird nicht mehr in Österreich oder in Europa stattfinden, sondern auch außerhalb von Europa, weltweit, und dort müssen wir die Märkte besetzen. Daher gilt es, mutige und zukunftsorientierte Maßnahmen zur Erhaltung und zum Ausbau von aktuellen Spitzenpositionen zu setzen.